South Africa. Here we are. Wir haben ein Haus gemietet. Und das ist die Aussicht. Das ist wirklich mein Lieblingstag. Wenn wir hier, der erste Tag, wenn wir hier ankommen und ja, erstmal runterkommen. Und so sieht es aus hier. Stundenflug Frankfurt nach Südafrika. Wir sind endlich angekommen. Wir haben uns dann gedacht, wir mieten uns ein Haus zu viert und das kann man hier in Kapstadt echt gut machen. Man kann komplette Häuser mieten und kann dann hier Urlaub machen und ja, so sieht die Hütte aus und das ist wirklich krass, muss ich sagen. Es macht wirklich Spaß und wir sind gerade am Kochen und sitzen schon den ganzen Tag da. Wir haben jetzt 4 Tage frei und können hier so ein bisschen uns akklimatisieren, Südafrika angucken und beziehungsweise Kapstadt angucken. Ja, das ist der erste Tag hier. Erstmal entspannt in unserer in unserer Location hier. Ja, so sieht das hier aus. Aber ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Da hinten dran sind die südafrikanischen Berge. Wir sind auf der anderen Seite des Tafelbergs. Es kann gut sein, dass er da ist. Wir sind in Hout Bay, so heißt das, dieser Stadtteil hier, Hout Bay. Oh, muss ein bisschen aufpassen. Und hier unten sieht man die Bucht von Hout Bay, da ist auch der Hafen. Hier ist ein Township hinten dran und hier geht es Richtung Kapstadt. Und das ist diese Villa, die wir uns gemietet haben. Heute war unser letzter Tag in der schönen Villa in Kapstadt und wir sind nach Hans Bay geschattelt worden vom Team und ich habe mir nochmal mein Video angeguckt und es ist immer wieder verrückt, wenn man aus der Stadt rauskommt und an diesen großen Townships vorbeifährt und dann drüber nachdenkt, wie es uns geht und wie es den Menschen in diesen Townships geht, denn man muss so ein bisschen die Geschichte von Südafrika vielleicht kennen. Und es ist immer wieder ein Konflikt in mir selbst und ich merke, dass ich das oft nicht so einfach stehen lassen kann, so diese gute Laune, uns geht's gut in Südafrika und wir sind privilegierte Europäer und kommen hier runter in dieses Land und es ist immer so, es ist immer ein Konflikt und wir reden da sehr oft drüber in der Band und es ist für uns auch immer schräg zu sehen, wie die Verhältnisse so sind. Es ist schwierig zu verstehen, wenn man nicht hier war. Es ist auf jeden Fall oft so, dass man erkennt, dass schwarze Menschen in Jobs arbeiten, die tiefer gestellt sind als die Weißen. Und das ist immer wieder ein Problem, das man auch heute noch sieht und was Konflikte auslöst, wenn wir hierher kommen. Die Apartheid ist vorbei, natürlich, offiziell, aber sie steckt irgendwie noch sehr tief in der Gesellschaft. Man merkt das immer wieder. Und es ist schwierig zu ertragen, oft, wenn man hier durchfährt und sieht, dass ab einem bestimmten Punkt in der Vergangenheit Hunderttausende von Menschen unter Gewaltandrohung ausgesiedelt wurden. Es ist wirklich es ist wirklich verrückt, wenn man sich damit mal befasst. Ich habe bei Wikipedia mal nachgeschlagen und nochmal versucht, ein paar Einzelheiten zu erfahren über diese Sache und kann euch da mal vorlesen, was da drin steht. Die Wohngebiete der weißen Bevölkerung, auch Europeans genannt, lagen durchweg
in den geografisch und strukturell vorteilhaftesten Arealen der Siedlungsgebiete. Wurden die festgelegten Bereiche für die Weißen zu eng, mussten andere Bevölkerungsgruppen Teile ihrer Wohngebiete räumen und in neu zugewiesene Bereiche umsiedeln. Ein bekanntes Beispiel war die Räumung des District 6 im Zentrum von Kapstadt und die Zwangsumsiedlung von etwa 60.000 Menschen in das etwa 30 Kilometer entfernte sandige Kajelisha. Die schwarze Bevölkerung war in ihrem abgelegenen Wohngebiet so weit außerhalb der Gemeinden, oft hinter natürlichen oder künstlichen Hügeln sowie Müllkippen verbannt, dass sie nicht als Teil der Gemeinde angesehen werden konnten. Die Regierungen zerstörten ganze Siedlungen in den Townships, um so die Schwarzen zur Umsiedlung, welche beispielsweise auf dem Native Resettlement Act von 1952 basierte, zu zwingen, lediglich vorübergehende Aufenthalte der genehmigten Arbeitskräfte in den Unterkünften der Townships waren gewollt und geduldet. Nach Auffassung der herrschenden Politik waren diese Personen nur Gäste in den weißen Gebieten mit einer patriarchisch gewährten Arbeitserlaubnis. Also, ja, es ist einfach schwierig, das zu ertragen, was damals passiert ist. Man hat wirklich die Gesellschaft getrennt in verschiedene Hautfarben oder Herkunftsgebieten. Das ist einfach immer noch unfassbar, was damals passiert ist. Und zufälligerweise hatte ich bei der Fahrt eine tolle Begegnung mit unserem Shuttlefahrer. Sein Name ist Ashwell und er ist in Kapstadt geboren und er hat diese ganze Sache mitmachen müssen. Er wurde auch ausgesiedelt und musste dann außerhalb von Kapstadt leben mit seiner Familie. Und heute ist er Trucker bzw. Fahrer für Menschen wie uns. Er macht, glaube ich, keine großen LKW-Fahrten mehr, aber er fährt mit dem Bus und shuttelt Menschen durch die Gegend. Und ich hatte wirklich ein sehr interessantes Gespräch mit ihm. Und er hat auch gemerkt, dass ich mich dafür interessiere. Und es war wirklich während der ganzen 2-Stunden-Fahrt oder des Aufenthalts am Flughafen, war das wirklich unser Gesprächsthema auch. Und es ging wirklich tief. Um es kurz zu machen, er hat mich gefragt, denkst du, dass die Apartheid vorbei ist? Und da habe ich gesagt, also ich weiß, dass sie offiziell beendet ist, aber ich fühle es nicht so. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es hier tief drin steckt und dass es mir ein sehr großes Gefühl der Verwirrung gibt und des Unbehagens, wie auch immer man das nennen mag. Und er meinte, ja, das liegt daran, dass die Apartheid gefühlt immer noch vorhanden ist und die Entwicklung sehr, sehr langsam vorangeht und dass über Generationen hinweg einfach dieses Trauma noch ganz tief in den Menschen drin steckt. Und ich glaube, das muss sich jeder klar machen, der hierher kommt, dass dieses Thema einfach immer noch da ist. Wir hatten gestern ein langes Gespräch und wir haben versucht herauszufinden, woran das alles liegt. Und es ist sehr komplex. Es ist eine lange Geschichte und es ist mit sehr viel Gewalt verbunden, mit sehr viel elitärer Macht oder wie man es auch immer nennen mag. Und es ist immer wieder dasselbe. Es gibt es ganz oft auf der Welt, dass Menschen, die denken, sie sind irgendwie was Besseres, plötzlich Menschen unterdrücken und sagen, ihr bekommt jetzt unsere Lebensweise aufgezwungen und das auch mit Gewalt. Und das passiert immer wieder und das ist hier auch passiert. Und ja, ich konnte dieses Video eigentlich jetzt nicht wirklich einfach so durchlaufen lassen, um nicht mal darüber zu reden, denn es beschäftigt mich seit Jahren. Wir kommen seit 11 Jahren oder 10 Jahren hierher und es beschäftigt mich immer wieder. Und in diesen 10 Jahren habe ich relativ wenig Veränderung festgestellt, was das betrifft. Die Menschen wurden im Prinzip an den Rand gedrängt und die reichen Europäer haben die schönen Bereiche sozusagen beschlagnahmt. Und es ist wirklich unfassbar, das immer wieder zu sehen. Und es ist, glaube ich, noch sehr viel Arbeit nötig, um das alles hier irgendwie auf eine neutrale Ebene zu bringen, wenn das überhaupt möglich ist. Naja, wie auch immer, wir sind jetzt hier am Set, beziehungsweise in Transbay. Es ist einer der seltenen Regentage hier. Es regnet gerade draußen und normalerweise
scheint immer die Sonne, wenn wir hier ankommen. Wir hatten aber zum Glück 4 sonnige Tage, deswegen bin ich entspannt mit der Situation und versuche bestimmte Sachen zu verarbeiten, auch unser Aufenthalt auf der Gefängnisinsel Robben Island, wo Mandela inhaftiert war. Das sind alles Sachen, die irgendwie in einem wirken und das ist jedes Mal so, wenn ich hier nach Südafrika komme, muss ich sagen, trotzdem machen wir unsere Fernsehshow jetzt und haben hier eine gute Zeit und werden Musik machen. Ich freue mich sehr auf meine Gitarren, auf das Set, auf das Team und da kommt auch bald das nächste Video. Wir hatten dann noch irgendwie eine schöne Zeit in Kapstadt, sind auf die Sanddüne oben auf den Berg gegangen und konnten über die ganze Stadt gucken. Und es wird wohl noch viel Arbeit nötig sein, um die ganze Sache auf eine gleichberechtigte Ebene zu bringen. Es ist politisch sehr komplex und auch viele Sachen stehen der Sache, glaube ich, noch im Weg. Es ist schwierig. Aber wir versuchen daraus zu lernen. Wir versuchen hier einfach respektvoll mit den Menschen umzugehen und mit der Landschaft, mit der Natur, mit allem, mit den Werten. Und wir versuchen hier nicht herzukommen und unsere Werte irgendwie hier abzulegen und alles andere irgendwie zu unterdrücken oder so. Natürlich geht es um Respekt und es geht darum, in diesem Land was Positives zu bewirken und was Positives mitzunehmen und zu lernen von unserer Vergangenheit. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und jetzt machen wir ein bisschen Musik.